Guten Abend aus Berlin. Heute war ein sehr spannendes Ereignis, über das man in den großen Medien so gut wie überhaupt nichts findet. Der Regierungsvirologe in Anführungszeichen Christian Drosten war heute vor dem Untersuchungsausschuss des Brandenburgischen Landtages und für meine Seite ist Max Kittan extra rausgefahren. Das war auch nicht ganz so einfach, werden wir nachher erzählen. Jetzt erstmal die ersten Eindrücke, Max. Wie hast du das heute erlebt? Ja, ich habe es insgesamt sehr entspannt erlebt. Also es waren auch nicht so viele Leute da. Es ist so, dass dieser Untersuchungsausschuss jetzt seit am 23.09.2020 existiert, also auch schon ein paar Monate, aber ich habe davon auch nichts gehört, dass es in Brandenburg einen Untersuchungsausschuss gibt. Aber der findet auch nur einmal im Monat statt, so ja. In dem Besucherraum, also es war so, diese Veranstaltung oder diese Sitzung konnte man einen externen Raum anschauen und da wurde das dann live hingestreamt, aber man durfte keine Videoaufnahmen machen und keine Tonaufnahmen. Aber man konnte von dort aus dann alles so beobachten. Und du durftest auch nicht auf die Pressetribüne, obwohl du ein Schreiben von mir hattest, dass du das für die Seite machst, aber die sind da ganz strikt, die erkennen nur die Presseausweise von den großen Verbänden an und du hast einen von einem kleinen Verband und drum bist du sozusagen in deren Augen kein richtiger Journalist. Ja? Also die entscheiden, wer richtiger Journalist ist und wer nicht richtiger Journalist ist. Genau, es gibt da diesen Presserat aus 5, 6 großen Verbänden. Ich bin ja eigentlich kein richtiger Journalist, muss ich natürlich sagen. Ich bin eigentlich Mediengestalter für Bild und Ton und habe seit August letzten Jahres auch journalistisch gearbeitet und habe mir dann erstmal einen Ausweis geholt, wo ich weiß, da kriege ich den eher als vielleicht bei einem größeren Verband. Vor allem, dass ich bei Demonstrationen vor allem irgendwie dann durchgehen kann bei Polizeikontrollen und das dann so dokumentieren, weil ich habe es vorher auch versucht zu dokumentieren dort bei diesen Demonstrationen. Immer wieder hieß es Presseausweis. Das war sehr nervig und deswegen habe ich mir dann einen geholt. Aber jetzt hier, ja, ist nur diese fünf, sechs großen Verbände, wo man durchkommt. Und trotz deiner E-Mail oder deinen Nachhaken hat das nichts gebracht. So ja, das ist schon Lassen wir dieses Thema, das würde zu weit führen. Ich finde auch als nebenberuflicher Journalist, wir haben keine Begrenzung, sollte man das Recht haben, wenn man im Auftrag eines großen Mediums oder einer großen Seite da ist, dass man dann berichten darf. Aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Unsere Zuschauer, denke ich, die sind sehr gespannt. Wie war denn die Atmosphäre? Wie hat der Drosten reagiert? Gab es irgendetwas, was eine Informationsbombe war? Erzähl doch mal ganz kurz, wie du diesen Tag erlebt hast. Ja, es ging heute um 10 Uhr ungefähr los. Die ersten 15 Minuten war so ein nicht öffentlicher Teil, was ein bisschen komisch ist, dass da ein Teil gibt, der nicht öffentlich weder für die Presse noch für den Besucherraum zugänglich war. Auch im Videostream wurde das nicht übertragen. Es ging um irgendwelche formalen Sachen, glaube ich. Und dann die Anhörung an sich sah entspannt aus. Der Drosten war auch während der Anhörung insgesamt sehr entspannt. Auch die Atmosphäre war relativ entspannt. Es war nicht so, dass der Drosten sehr ins Schwitzen kam, weil auch nicht so allzu viele kritische Fragen gestellt wurden. Ja. Was mich jetzt sehr gewundert hat, du hast geschrieben, dass die CDU keine einzige Frage stellte in dem ganzen Ausschuss als einzige Partei, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie kam denn das? Ja, und die Grünen. Also es ging da so, dass halt die SPD, glaube ich, anfing und danach jede einzelne Fraktion halt Fragen stellen durfte. Und die SPD hat, glaube ich, 1, 2 Fragen am Anfang gestellt und dann ging es halt Reihe rum. CDU hat keine Frage gestellt, Grüne hat keine Frage gestellt, Linke, glaube ich, insgesamt in den 3 Stunden 2, 3 Fragen. Die Freien Wähler auch noch 1, 2 Fragen, aber sonst, die FDP ist ja nicht drin, glaube ich. Deswegen nur noch die AfD hat 90% der Fragen in dem Ausschuss gestellt. Das war interessant, dass von anderen Fraktionen eigentlich entweder kein Interesse ist oder kein Interesse an der Aufklärung der Sachlage. Für die ist anscheinend alles klar, weiß ich nicht. Max, ich habe einen Bericht. Es wurde ganz wenig berichtet, zumindest jetzt, als ich nochmal nachschaute. Ich habe nur 3 Medien gefunden, in denen insgesamt 2 Berichte sind, weil ein Bericht ist in 2 Medien gleich. Und in diesem Bericht in der Lausitzer Rundschau und der Märkischen Oder Zeitung, da wird das Ganze so beschrieben, als sei das eine schreckliche Blamage der AfD gewesen und als habe Drosten die AfD dort massiv blamiert. War das auch deine Wahrnehmung? Ich sag mal so, die AfD-Politiker dort sind keine Wissenschaftler. Ja, das sind Politiker und wenn sie dort irgendwelche Fragen stellen,
und dann Herr Drosten darauf antwortet, dann können sie nicht Paroli bieten, indem sie halt irgendwie direkt Wissenschaftler zur Seite haben, die da halt sagen, so nein, so ist das nicht. Das heißt, wenn der Drosten etwas überzeugend als Professor sagt, dann wird es erstmal so hingenommen. Einige Abgeordnete hatten da ein paar Gegenstimmen, hatten da auch Sachen zitiert und so, aber im Prinzip, ich würde nicht sagen, es war ein Heimspiel, aber es war natürlich so, dass dass die Fragen erstens natürlich nicht kritisch genug waren und dann, dass das Wissen auf der Seite der Abgeordneten einfach sehr gering war. Das muss ich schon sagen, es wurden teilweise sehr einfache Fragen, Verständnisfragen gestellt, die natürlich auch okay sind, so zum Beispiel, was ist der CT-Wert oder zum PCR-Test, so ja, die an sich schon bekannt sein sollten überall. Da frage ich mich ja, wieso haben die solche Fragen gestellt, was das Ziel dabei war. Ja. Also war Drosten auch nie ansatzweise irgendwo in der Situation, wo er in Bedrängnis gekommen wäre? Doch, es gab sicherlich einige Fragen, die von den Abgeordneten gestellt worden sind. Jedoch hat der Vorsitzende, der Herr Keller von der SPD, dort einige Male interveniert. Er hat einige Fragen nicht zugelassen, weil anscheinend angeblich kein Bezug zu dem Thema bestand und hat gesagt, ja, zum Drosten, ja, darauf müssen Sie jetzt nicht antworten. Also in einigen Phasen dachte ich, ist der Herr Vorsitzende ist der Schutzpatron von Herrn Drosten, hat Rechtsanwalt irgendwie durch die Hintertür das war auf jeden Fall auf. Das habe ich gemerkt. Ich habe auch ein Zitat von der Frau Viviane Fischer, die Rechtsanwältin, die auch da war. Und sie hat gesagt, sie hatte den Eindruck, dass der Vorsitzende sich bemüht, die Sache glimpflich für die Regierung ausfallen zu lassen. Weil natürlich die SPD in der Regierung ist und die natürlich jetzt unter Zugzwang steht. Da muss ich noch dazu sagen, dieses Interview mit der Frau Fischer und auch mit dem Lars Hünig, das hast du vor Ort gemacht und das ist jetzt schon getrennt hier auf YouTube, habe ich vorher hochgeladen, damit wir schneller sind. Ich hoffe, ich kann es jetzt hier einblenden. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal mit dem Lars Hünig gesprochen, dem Obmann der AfD, und er hat mir drei Punkte genannt, die in seinen Augen besonders wichtig waren. Vielleicht dein Eindruck, ob du das auch so siehst oder nicht so siehst. Der erste Punkt, er sagte ganz offen, dass der Drostens habe ganz offen gesagt, dass CT-Wert eigentlich relativ ungenau ist. CT-Wert ist, wie oft man diesen Mischmasch aus den Wiederholung macht der Doppelung, wie oft man das multiplizieren muss, um überhaupt etwas vom SARS-CoV-2-Virus zu finden. Und er sagt, das sei eigentlich grob und besser sei die Virenlast. Und das finde er, so Hünig, eine bemerkenswerte Aussage, weil dann natürlich die große Frage ist, warum macht man das so? Also hat Drosten tatsächlich gesagt, der CT-Wert so, das ist eigentlich nicht so ideal und da gibt es auch keinen einheitlichen Standard und das machen die Labors jeweils so, wie sie es für richtig halten. Genau, das hat er mehr oder weniger so gesagt. Er hat gesagt, dass die CT-Werte nicht so viel aussagen, weil jeder Hersteller irgendwie eigene Systeme hat und deswegen ist entscheidend, die Viruslast ist entscheidend und die kann man dann von den CT-Werten dann umrechnen. Also da gibt es irgendeine Art Formel und so weiter, je nach Hersteller sagt der Hersteller A, dass dieser CT-Wert dann halt mittel ist und der andere ist, bei dem ist es dann hoch und so. Es muss dann irgendwie ein bisschen umgerechnet werden, ja, das ist bemerkenswert gewesen. Also mit dem CT-Wert ist er selber nicht so glücklich, wie das im Moment läuft, ja? Hat das der Hünig richtig verstanden? Ja, so sehe ich das auf jeden Fall auch. Ja. Dann war noch eine zweite Aussage. Er sagte, dass der Herr Drosten gesagt habe, Covid-19 bzw. Infektion sei in den allermeisten Fällen keine gefährliche Krankheit. Ist das tatsächlich so, dass Herr Drosten das gesagt hat? Ja, er hat nochmal betont, dass, wie auch schon vor über einem Jahr, dass das Coronavirus oder Covid-19 eine milde Erkrankung sei für die allermeisten Menschen, ja. Immer noch jetzt, ja. Und da frage ich mich trotzdem, warum dann halt diese ganzen Extrem- und wir reden hier von den massivsten Grundrechtseinschränkungen seit immer, glaube ich, also seit 70, 80 Jahren oder so, vollzogen wurden, ja. Also, ja. Und darauf ist er dann aber nicht eingegangen, ja? Nicht direkt, also er hat sich immer teilweise über wir rausgeredet, beziehungsweise wurde halt von den Vorsitzenden zurückgewiesen.
So, und jetzt muss ich noch mal nachschauen. Ich bin ja immer besonders vergesslich und den dritten Punkt hatte ich vergessen, aber dank der modernen Technik findet man das dann doch sehr schnell. Der Herr Hünig sagte noch, besonders interessant finde ich, dass Drosten darlegte, es gebe über 100 verschiedene PCR-Tests und dass die Vergleichbarkeit der Zahlen im Hinblick auf die wichtigen CT-Werte nicht vorhanden sind. Das hast du eigentlich schon beantwortet, das war tatsächlich so, ja. Ja. Genau. Ja, genau. Und von daher, also wie gesagt, ich war nicht dabei. Deine Einschätzung, die Märkische Oder-Zeitung und die Lausitzer Rundschau, in meinen Augen sehr viel parteiischer, die berichtet dort als in der Märkischen Allgemeinen, die hat es in meinen Augen journalistischer versucht. Und da wird es so dargestellt, als ob das sozusagen ein völliger Bauchklatscher jetzt gewesen sei der Opposition. Aber diese drei Dinge jetzt, die wir genannt haben, also dann ist es ja doch nicht so, dass es ganz uninteressant war. Oder wie siehst du das als jemand, der sich jetzt da 3 Stunden, vielen Dank nochmal, dass du das Ja. gemacht hast, die Zeit um die Ohren geschlagen hat im Land? Ja, also 3 Stunden ist schon viel, vor allem weil auch teilweise so es Dialoge gab zwischen dem Vorsitzenden und der AfD-Politikern, welche Frage jetzt zugelassen ist und so. Ja, also es war teilweise auch ein bisschen amüsant, muss ich sagen. Teilweise auch ein bisschen langwierig. Also Bauchklatscher war es, würde ich sagen, auf jeden Fall nicht. Ist nicht so, dass der jetzt rausläuft, der Drosten, und sagt, ah ja, alles schön und so weiter. Ja, aber die richtig kritischen Fragen, die jetzt von Journalisten gestellt hätten werden müssen, wurden nicht gestellt, beziehungsweise da haben sie halt nicht nachgehakt, die Politiker, weil sie halt nicht das Wissen anscheinend haben. Ja. Also war es sozusagen, wie könnte man das jetzt beim Fußball sagen, Ja, viele Remis. Chancen nicht ausgenutzt. Oder ich weiß ja nicht, ob es Chancen waren, aber sozusagen Gelegenheiten Ja, zumindest mal ich würde den sagen, Ball aufs Tor zu mit bringen. Mittelfeldgeplänkel, ja. Und wenig Torchancen. Ja, einige wenige, aber die wurden dann von der Abwehr schnell beseitigt, so, Wie ja. erklärst du dir, dass offenbar so wenig Presse da ist? Oder waren die alle da und schreiben nicht? Oder war wirklich so wenig los heute im Brandenburgischen Landtag? Ja, das ist ein bisschen überraschend. Also ich war ja nur im Besucherraum, da waren ungefähr 10 Leute, weniger als 10 sogar, inklusive mir. Ich weiß nicht, wie viele auf der Pressetribüne waren, da war ich ja 10 Leute aus ganz Deutschland, also 83 Millionen, und da ist der Regierungsvirologe sozusagen wird befragt und dann kommen 10 Leute. Das ist erstaunlich. ja, maximal, also vielleicht waren es auch nur 7, 8. Ich saß Haben ganz wir den vorne so. Anteil hoch erhöht als Reitschuster.de? Ja. Ja, ich habe die anderen Pressevertreter nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu nicht sagen, ob da welche auf den Tribünen war. Wenn, da haben sie sich gut versteckt. Ich kann es nicht erklären, aber muss ich zugeben, ich wusste davon auch nicht. Ich habe auch erst vor ein, 2 Wochen gehört, dass es diesen Ausschuss überhaupt gibt. Ne, vor 3 Wochen ungefähr habe ich davon gehört, dass da auch der Wider schon da war. Ich bin ja wirklich auf der kritischen Seite und lese viele Medien und so. Ich habe davon nichts mitbekommen. Du ja anscheinend auch nicht bis vor kurzem so, ja. Also vielleicht will da jemand, dass das nicht so an die Öffentlichkeit kommt, so ja. Ja, es ist spannend und wir hatten ja auch darüber gesprochen, wenn der Herr Drosten dort zu sehen ist, dass du versuchst, ein Interview zu bekommen. Das war uns schon klar, dass die Wahrscheinlichkeit minimal ist, aber es ist ja auch ein Gebot der Fairness, dass man ihn zumindest auch fragt dann und das versucht. Aber du sagst, du hast Herrn Drosten nicht vor die Kamera bekommen oder hast ihn überhaupt nicht vor Augen bekommen, außerhalb dieser Übertragung in dem Raum, in dem du warst, ja? Ja, als ich gerade ankam in den Landtag, da gibt es auch noch eine kleine Geschichte wegen Masken, da können wir ja gleich nochmal zu was erzählen. Da habe ich ihn kurz mit seinem, wahrscheinlich Anwalt war da dabei, ich weiß nicht, wer da dabei war Anwalt mit war ihm. dabei, so wie ich so viel. Genau, ich glaube, musste sein. Die sind da vorbeigehuscht, also habe ich ihn nur kurz gesehen. Und dann halt in dem Raum, und nach der Anhörung habe ich natürlich am Ausgang gewartet, am Haupteingang. Aber ich habe dann gehört, dass er anscheinend mit der Garage dann da rausgefahren ist. So, ja. Also er sei aber angeblich in guter Laune gewesen, hat der Lars Hünig mir gesagt. Hätte sein können, dass er wirklich, wenn er vorne rausgegangen wäre, dass er mir ein Interview gegeben hätte. Aber er war halt, wie gesagt, wahrscheinlich
der Garage raus und deswegen. Also ich sag's auch nochmal, ich habe auch Herrn Drosten schon angefragt um ein Interview, weil viele mir immer vorwerfen, es sei einseitig. Ich habe auch Herrn Kekulé angefragt, Herrn Steg, aber ich kann die Leute ja nicht zwingen, dass es zweiseitig ist. Und ich denke, es gibt so viele Interviews von Drosten, Kekulé und den anderen, dass der informierte Leser einfach in der Lage ist, sich beides anzuschauen und sich dann selber ein Bild zu machen. Ich bin ja keine öffentlich-rechtliche Anstalt, ich bin überhaupt keine Anstalt, Gott sei Dank. Und darum kann ich nicht als Einzelkämpfer und ohne GEZ alles abdecken. Aber die Leute finden das ja überall. Du hast jetzt schon was angedeutet, Max, und zwar, dass es irgendetwas mit Masken gab. Ein Eklat oder dergleichen. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen, was dann? Ein kleiner, genau. Also man konnte sich oder man musste sich eigentlich anmelden für den Besucherraum beziehungsweise akkreditieren für die Pressetribüne. Das ging ja bei mir ja schief, aber ich war auf der Liste für die Besucher, für den Besucherraum. Und da war alles okay. Und als ich dann reinging, kam der Security-Mann auf mich zu und hat gesagt, ja, Maske aufzusetzen. Da habe ich gesagt, ich habe einen Test. Das hat er erst akzeptiert, gesagt, okay, gut. Und dann saß ich da in dem Raum vielleicht 2-3 Minuten und dann kam er auf mich zu und sagte so, ich habe jetzt eine Anweisung bekommen, alle mit Masken müssen sofort raus. Ohne Masken oder wirklich mit Masken. Alle das ohne Masken. Das wäre eine erstaunliche Anweisung für den brandenburgischen Land. Ja, ja. Eine Revolution alle. Gleich. Ja. Ich hätte mir gewünscht, ja. Genau, alle ohne Masken ein bisschen raus. Da habe ich gesagt, da habe ich doch den Hühnlein gesehen, habe gesagt, ja, hier, was ist hier die Regel? Ich will eigentlich mit den Vorgesetzten sprechen, weil das kann nicht sein. Die haben mir nicht mal das Attest angeschaut, ja. Und im Hintergrund waren ja auch die Viviane Fischer, der Rainer Füllmich und Antonia Fischer, drei weitere Rechtsanwälte. Die kamen da gerade rein, als dann dieser Diskurs losging. Und dann ging es da um den Tatvorwurf der Nötigung, wenn sie jetzt ihnen nötigen, diese Maske aufzusetzen. Und der Füllmich wollte dann auch Polizei rufen und so. Also jedenfalls hieß es dann so, man muss die Maske aufsetzen. Ich habe auch einen Attest. Für mich wäre das auch extrem schwer. Ich falle nicht gleich tot um, wenn ich eine Maske trage. Aber es ist für mich wirklich sehr unangenehm. Um mal freundlich auszurücken. Brauchst jetzt hier nicht deine Krankengeschichte zu erzählen. Also das ist wirklich eine Privatsache. Genau, es geht niemandem was an. Ich sag nur, dass auf jeden Fall dann irgendwie 5 Minuten später kam dann der Sicherheitstyp nochmal her und hat dann gesagt, ja, am Platz brauchen Sie keine Maske aufsetzen. Und dann war anscheinend alles okay. Dann war wieder alles okay. Und bei den anderen hatten die, betraf das alles, also auch den Füllmich und Der Füllmich ist zu diesem Zeitpunkt, soweit ich mitbekommen habe, schon nach Hause gefahren, beziehungsweise der hat dann später eine Ausschusssitzung gehabt, dieser Corona-Ausschuss, außerparlamentarisch. Der war dann nicht mehr drin, aber die Viviane Fischer war die Rechtsanwältin, die war noch, auf jeden Fall noch da. Wollen wir allmählich zum Schluss kommen, was war für dich der wichtigste oder deutlichste Erkenntnisgewinn, den du heute aus Potsdam in die Hauptstadt mitgebracht hast, aus der Landeshauptstadt in die Bundeshauptstadt? Der wichtigste. Ich hätte gerne auch ein paar Fragen gestellt, ehrlich gesagt, so ja, weil, wie gesagt, der Drosten kam auf jeden Fall zu gut weg. Ein kritischer Journalist hätte ausgereicht, der da ein bisschen den Herrn Drosten ins Schwitzen gebracht hätte, oder ein bisschen mehr. Das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht. Von seinen Aussagen her war er wie eigentlich gewohnt sehr vage immer. Er hat sehr selten wirklich konkrete Sachen gesagt. Immer so, ja, vielleicht, eventuell, hätte, wäre. Also sehr oft ein Konjunktiv benutzt, wie wir es vom Wieler kennen. Ja, das ist immer, was man von ihm erwarten kann. Ja, das fand ich so ein bisschen enttäuschend, aber man hat es eigentlich erwartet. Du sagst jetzt, was man von ihm erwarten kann. Also deine grundlegende Einstellung oder Erwartung von Drosten, die wurde jetzt nicht ins Gegenteil verkehrt oder massiv verändert? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon sowas erwartet, muss ich sagen. So, ja, also natürlich habe ich mir gehofft, dass kritischere Fragen gestellt werden. Und dann hätte ich mir gefreut, wie reagiert er dann darauf? Ja? Oder ob der Vorsitzende dann wieder interveniert und sagt, ja, darauf müssen Sie nicht antworten. Ja, habe ich noch irgendetwas Wichtiges vergessen? Ich bin ja immer so vergesslich, deswegen kann es bei mir gut vorkommen, dass ich die wichtigste Frage vergessen habe. Vielleicht kannst du mir helfen, wenn ich noch irgendetwas vergessen habe, dich zu fragen, wo du noch das sagen könntest, was du unbedingt loswerden wolltest. Ja, ich könnte vielleicht noch ein paar Fragen und Antworten von den Politikern kurz vorlesen. Wenn du es relativ schnell machst, genau. Ja, genau. Also es ging die Frage, die du auch mal gestellt hast, oder die du mir gestellt hast, die ich in Fragen stelle, ob man
bei einem positiven Test ohne Symptome, ob es dann nochmal einen zweiten Test gibt. Das hat ein Politiker gefragt von der AfD. Und die Antwort war darauf, dass bei dem Test immer gleichzeitig zwei Tests gemacht werden. Und wenn beide positiv sind, ist der Patient positiv. Und wenn beide unterschiedlich sind, dann gibt es eine sogenannte Plausibilitätsprüfung. Und dann wird nochmal das wiederholt und auch nochmal genauer angeschaut. Und es werden auch immer auf zwei Zielgene getestet. So, ja, das war mir nicht ganz so bewusst oder bekannt. Da bin ich jetzt ganz baff, weil da habe ich ja 7-mal nachgefragt in der Bundespressekonferenz und bekam nie eine Antwort. Und jetzt plötzlich diese Antwort, vielen Dank, dem werde ich nochmal nachgehen. Ob die das jetzt neu so machen, ob die das geändert haben nach dieser ganzen Kritik oder ob das schon immer so war, dann würde ich mich fragen, warum man mir 7-mal die Antwort verweigert hat. Weil dann ist, wenn das so geantwortet wurde, gleich beim ersten Mal, dann wäre eigentlich alles anders gewesen. Ich habe von Ärzten gehört, dass man das früher nicht gemacht hat, aber ich muss dem nachgehen. Wir wollen keine falschen Informationen verbreiten. Hab dich unterbrochen, danke. Dann eine Frage, Entschuldigung. Genau, noch zwei, drei Fragen. Frage zur natürlichen Immunität gegen SARS-CoV-2 war auch eine Frage. Ich glaube, der Dr. Wodak und einige haben gesagt, ja, es gibt schon Grundimmunität gegen diesen Virus oder gegen Teile des Virus. Und der Drosten meinte, nein, es gibt keine relevante Grundimmunität, sondern nur minimale Kreuzimmunität mit den T-Zellen. Ja, das hat er gesagt, aber grundsätzlich meinte er, es gibt keine Grundimmunität. Das wusste ich auch nicht, dachte, dass es auf jeden Fall Immunität gibt, weil er auch sagt, das ist eine milde Erkrankung, ja, und die meisten haben halt keine Symptome, das ist ja bekannt. Und dann noch ein paar einzelne Zitate, was ich sehr, da war ich wirklich baff, als er gesagt hat, zu dem letzten Jahr, dass er nie alarmistisch gewesen sei. Also, Oho. Das ist mir die Spucke stecken geblieben. So, ja? Also das ist ja so, wie oft wie er alarmiert hat im NDR-Podcast oder weiß ich wo, ja. Das verstehe ich nicht. Also das, und er hat auch gesagt, dass er das Geschehen immer neutral kommentiert hat. Das war für mich auch nicht der Fall. Ja? Also er hat eigentlich ab März hat er, glaube ich, Dauerpanik geschoben, ja. Das war nichts, keine neutrale, ja. Erklärung der Sache. Gut, aber es ist alles subjektiv. Das, was für dich Dauerpanik ist, ist vielleicht für ihn oder für andere, die sehen das dann als völlig neutral. Das ist eine sehr subjektive Einschätzung. Nicht? Ja, okay, gut. Ja, das war's. Das war's eigentlich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Max Kittan. Ich erinnere nochmal daran, der heute im Brandenburger Landtag war. Du hast auch eine eigene YouTube-Plattform, Liberty News, sehr in Berlin. Liberty News Berlin. Liberty News Berlin. Also jetzt hast du mich schon erschrocken, genau. Ich dachte schon, dass ich es versemmelt habe, aber ich habe nur ein Wort vergessen. Ja, dass das geht noch für meine Verhältnisse. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass Sie dabei waren, dass Sie zugeschaut haben. Schauen Sie sich auch das erste Video an mit den Interviews, die Max gemacht hat, direkt vor dem Brandenburgischen Landtag. Dieses Video wegen der Sperrung meines Kanals, gegen die ich auch vorgehen werde, ist wieder ein Grassroot, wenn ich es noch richtig ausspreche, Video. Also jeder ist eingeladen, das hochzuladen. Du natürlich auch, Max, auf deinem Kanal. Und ich denke, wir schlagen der Zensur ein Schnippchen. Und der zuverlässigste Kanal, wo man immer alle meine Videos während der Sperrung sieht, das sind Unterstützer, die alles hochladen. Reitschuster-Leerzeichen.de. Am besten den abonnieren, dann ist die Zensur ganz sicher ausgehebelt. Vielen herzlichen Dank nochmal an dich, Max. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank, alles Gute. Und jetzt noch ein kurzes Backstage. Ich danke ganz herzlich dem Mann, der das alles möglich macht, der im Hintergrund hier ganz eifrig ist. Das ist der Mario. Vielen herzlichen Dank für die Technik. Und hier ging es wieder rund, weil ich mich so beeilen musste mit dem Telefonieren und allem, dass ich kurz vor dem Video hier noch gestolpert bin über die eigene Schnur. Aber es ist kein Blut, es sind nur leichte Schürfungen. Und das ist der journalistische Kollateralschaden. Wenn ich schon vom Balkon fallen würde hier, dann wäre es tragisch. Aber das werden die nicht erleben, die das hoffen, dass der Reitschuster hier vom Balkon fällt. Vielen herzlichen Dank, Max. Vielen herzlichen Dank, Mario. Vielen herzlichen Dank Ihnen, liebe Zuschauer und Leser. Schauen Sie auch auf die Seite. Es ist noch ein ausführlicher Bericht, auch mit Beschreibungen von Max. Danke, ciao. Schönes Wochenende.